Also grundsätzlich ist das, denke ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Makler da draußen beschäftigt. Ich glaube, wenn ich billiger bin, wenn ich günstiger bin, kriege ich mehr Aufträge. Mein Rat an alle da draußen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Provision. Die Maklerprovision. Die einen seit dem 23.12.2020 gibt es die geteilte Maklerprovision. Die einen versuchen immer noch die komplette Provision durchzusetzen, die anderen eine geringere Provision. Warum ist das eigentlich so? Und wie und was musst du tun, damit du die volle Provision als Immobilienmakler durchgesetzt bekommst? Leon, wie siehst du die ganze Sache? Also grundsätzlich ist das, denke ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Makler da draußen beschäftigt, weil sie natürlich Schwierigkeiten haben, das vor dem Eigentümer zu argumentieren, wenn der Eigentümer beispielsweise schon mit anderen vorher gesprochen hat, die eben 1%, 2% vielleicht runtergegangen sind, also letztendlich mit dem Preis sich haben runterhandeln lassen, dass das ein Dorn im Auge ist und wo viele dann die Argumentationsfähigkeit fehlt, dagegen zu argumentieren, warum der Auftrag doch ich machen sollte, wobei ich 6% nehme und nicht 4 oder 5 oder 3. Lass das Thema mal auseinandernehmen. Also grundsätzlich ist ja so, dass der Verkäufer oder viele Verkäufer eigentlich gar nicht sehen, wie viel Provision wirklich gezahlt wird. In der Vergangenheit war es ja so, dass viele draußen einfach nur 3% genommen haben, ja, und auch ein Käufer gar nicht sieht, was das ein Verkäufer noch bezahlt oder umgekehrt, ja. Das heißt, viele Makler haben gesagt, ey, für den Verkäufer kostenfrei. Jetzt kam die neue Provisionsregel. Jetzt gehen viele Makler hin, und das war eigentlich schon von vornherein klar, dass das passieren wird, dass die Makler sagen, ey, wir nehmen nur 3%, also geteilt 1,5 für den, 1,5 für den. Wir reden immer von Nettoprovision plus die Mehrwertsteuer. Ja. Jetzt fangen natürlich an, die Werbeaktionen zu laufen. Wir arbeiten nur für 1,5% für den Verkäufer. Ja? Jetzt muss man sich auch mal überhaupt überlegen, was geht denn in dem Kopf von jemandem ab, der eben günstig oder billig oder genau auf diese Art und Weise Marketing macht. Ja? Und genau da ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, dass es ist ein Mindset-Thema wieder. Ja? Das heißt also, ich glaube, wenn ich billiger bin, wenn ich günstiger bin, kriege ich mehr Aufträge. Mhm. Ja? Das ist erstmal ein ganz entscheidendes Thema. Was denkst du darüber? Also grundsätzlich bei dieser Problematik denke ich immer an zwei Optionen. Entweder der Eigentümer hat ja schon mal mit einem anderen Makler gesprochen und ihm wurde schon mal eine vergünstigte Provision angeboten. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich bin der einzige Makler und spreche die vollen 6% an. Wenn wir jetzt über den zweiten Teil reden, dann ist es für mich eine klare Sache. Und zwar, weil dem Gegenüber, also dem Eigentümer in dem Fall, nicht klar geworden ist, dass der Mehrwert, den du lieferst, ja, also der Austausch seiner Meinung nach, ist es nicht oder gerechtfertigt es nicht, dem 6% dafür zu zahlen. Ja? Ja, genau. Das heißt, du hast irgendwo einen Fehler gemacht im Einkaufsgespräch, dass du nicht in der Lage warst, den Mehrwert, ja, den du lieferst, dem Kunden so rüberzubringen, dass er auch gerne bereit dazu ist, 6% zu bezahlen. Das, denke ich, ist ein Riesenthema, dass viele Makler es eben nicht schaffen, den Mehrwert wirklich also klar rüberzubringen. Man kann es auch im Marketing, nennt man es auch Werteversprechen, ja, also das, was man davon bekommt, dass das eben wirklich rüberkommt und klar kommuniziert. Also halten wir mal fest, das allererste Mal ist definitiv mal ein Mindset-Thema. Provision, Geld verdienen, ja, sich unter Wert verkaufen, ist immer ein Mindset-Problem. Das ist ein Zeichen der Schwäche auch, meiner Meinung nach. Okay, und das hat aber wieder einen Ursprung. Denn wenn ich ja selber von meiner Leistung überzeugt bin, ja, also nehmen wir mal ein Bentley oder ein Rolls-Royce oder ein Porsche oder einen tollen Mercedes, ja, Audi, was auch immer, ja. Und das ist wirklich ein hochkarätiges Auto. Also kein Kleinwagen oder kein Mittelklassewagen, sondern ein High-End-Auto. Dann wird doch Porsche oder Bentley niemals hingehen und dieses Auto zu einem Wert von einem Kleinwagen verkaufen. Das werden die nicht tun. Und damit fängt es ja schon mal an. Das heißt, viele Makler liefern einfach nicht ab, ja, und liefern keine High-End-Leistung. Und vor allen Dingen, die ist auch nicht sichtbar beim Verkäufer und auch nicht bei den Käufern.
Also das heißt, es wird gar nicht klar. Und dadurch haben viele auch ein Minderwertigkeitsgefühl und glauben, sie müssen einfach einen kleineren, geringeren, günstigeren Preis nach außen kommunizieren, in der Hoffnung, dadurch letztendlich mehr Aufträge zu bekommen. Ja, oder? Ja, 100%. Ja, das ist mal der Schlüssel. Ja. So, jetzt drehen wir den ganzen Spieß mal um und sagen, hey, was ist denn, wenn du jetzt eine Leistung so ablieferst, dass die vom anderen Stern ist? Also wieder diese Wow-Faktor. Das wird sich immer wieder durchziehen, weil das ein wirklich Schlüsselpunkt, ne? Ja, die Lieferung der Dienstleistung. Wenn du exakt. So ja, das ist so entscheidend, dass ich als Makler, also wir nehmen mal den Kunden aus dem Spiel. Das ist aber, es geht gar nicht um den Kunden, sondern wir sagen, es geht erstmal nur um mich. Also um mich als Immobilienmakler. Das heißt, ich muss erstmal für mich, um Selbstvertrauen, wo kommt denn Selbstvertrauen her? Sich selbst vertrauen und Selbstbewusstsein kommt daher, ja, dass je mehr mir gelingt, je besser ich bin und je besser ich abliefer, umso selbstbewusster bin ich ja auch. Ist ja logisch. Ja, klar. Weil ich weiß, ey, ich mache coolen Shit. Ich mache es viel besser als alle anderen. Ja? Wieder keine Standard-Exposés, keine Standard-Abläufe, keine Standard-Prozesse. Ja, jeder Verkauf ähnelt einem Blockbuster in Kinofilmen à la Hollywood. Ja? So, das ist ja letztendlich das Thema. Und dann hast du schon mal für dich selber erstmal ein ganz anderes Standing. Dir selbst gegenüber, oder? 100%. Also das bin ich total in Übereinstimmung mit. Also eigentlich sind wir ja beim Thema auch, du hast es gerade schon mal angesprochen, es gibt einmal diese Discount-Makler, wir haben letztens schon mal drüber, Discount-Makler und einmal wirklich die Makler, die auf dem allerhöchsten Niveau liefern. Jetzt müssen wir aber auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt unter der Voraussetzung, der Kunde hat schon deine Dienstleistung zu spüren bekommen, also er weiß, dass du lieferst. Ja. Aber was machst du an dem Punkt davor, ja, also wenn es darum geht, den Auftrag zu closen, wenn man so will, um den Kunden klar zu machen, ich bin es wert, die vollen 6% zu bekommen. Wie gehst du das an? Also zahle erstmal aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, eine gute Leistung braucht Bestätigung. Ja, also wenn ich cooles Zeug mache, habe ich auch die Bestätigung, weil ich bekomme das Feedback von Käufern und Verkäufern, dass das außergewöhnlich ist, was ich mache. Also automatisch bekomme ich auch Testimonials. Ja, also ich bekomme Rezensionen, ich bekomme die Wertschätzung von meinen Kunden, die ich dann auch wieder weiter kommunizieren kann. Ich kann sie auf meine Webseite setzen. Wenn man sich alleine mal anschaut, wie viele Makler, ja, oder auch unsere Zuschauer können sich jetzt mal die Frage stellen, wie viele haben denn oder wie viel Testimonials in Form von Videos, also wo Kunden zu dir sprechen, wo Kunden sich bei dir bedanken, wo Kunden sagen, ey, sowas Cooles, habe ich so eine tolle Leistung, habe ich noch nie bekommen. Endlich mal ein Makler, der richtig coole Leistung bringt. So, wie viele? Ja, und ich glaube, wir brauchen nicht lange drüber nachzudenken. Der geringere Teil hat wirklich Testimonials auf seiner Webseite von Kunden, die begeistert sind. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Ja, vor allem auch hochwertige Rezensionen, jetzt nicht irgendwelche schriftlich verfassten Textblöcke, sondern wirklich Video-Testimonials, ja, wo man auch die Emotionen des Kunden sieht und spürt, dass man merkt, okay, der Kunde war wirklich von A bis Z begeistert von dem, was ich gemacht habe. Und damit sind wir auch direkt wieder bei dem Thema, was ist Vertrieb? Ja, Vertrieb, das haben wir ja schon mal auch in einer anderen Folge erklärt. Vertrieb bedeutet ja nichts anderes, den Eigentümer, den Kunden, den zahlenden Kunden schon im Vorfeld von sich zu überzeugen. Und nicht erst dann, wenn ich beim Einkaufsgespräch sitze. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das wollte ich gerade auch noch hinzufügen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du beim Eigentümer sitzt im Einkaufsgespräch und du gehst ja jetzt nicht ins Gespräch rein mit einem Schild und sagst, ey, ich nehme 6%. Ja, das macht keiner. Dementsprechend gehst du ja erstmal hin und vermarktest, also machst eigentlich mündliches Marketing, wenn man so will, bei dem Verkäufer, um ihm klarzumachen, das, was du lieferst, das, was du vorhast, die Strategien, die du anwendest, ja, das, wofür dein Unternehmen steht, deine Story, dass es das wert ist. Und erst am Ende machst du ja das konkrete Angebot, ja, und bringst dann auch die Daten und Fakten auf den Tisch. Und wenn dann der Kunde zuckt, dann hast du vorher einen Fehler gemacht.
Ja, absolut. Ja, also dann hast du vorher den Fehler gemacht, dass du es nicht so transportieren konntest in der Art und Weise, wie du es gemacht hast. Dann solltest du an deinem Verkaufsgespräch arbeiten oder an deinem Marketinggespräch, wenn man so will, eben deinen Namen zu vermarkten. Genau. Also in dem Moment, und schauen wir uns das mal an, in dem Moment, wo ich als Kunde ja, in ein hochwertiges Luxusgeschäft zum Beispiel reingehe, ja, da habe ich doch schon ein ganz anderes Setup bei mir als Kunde im Kopf, der sagt, also hier werde ich wahrscheinlich eher weniger verhandeln können. Ne? Also frag mal bei Porsche oder bei Bentley, lass mal über Rabatt reden, dann kriegst du einen leichten Lacher, ja, oder ja, einen Seufzer und sagst, ja, wie, verstehe ich jetzt nicht, ja. So, und jetzt geh mal zu einer anderen Automarke, also um jetzt mal das Thema beim Thema Auto zu bleiben, und frag da mal nach einem Rabatt, da kriegst du 10, da kriegst du 15% oder vielleicht auch 20%. Ne? Also so, da, genau sind wir das eigentlich, da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Also das Problem fängt schon viel, viel früher an. Ja? Das Problem fängt schon wirklich da an, wie du auftrittst, ja, wie dein Marketing kommuniziert, was rüberkommt bei deiner Zielgruppe. Und also wenn ich jetzt in einen vernünftigen Laden reingehe, weil ich mir, weiß ich nicht, ein paar Schuhe kaufen will, ein Hemd oder was auch immer, und ich weiß, ich gehe ja bewusst in diesen Laden rein und nicht in anderen Laden, dann weiß ich schon, okay, hier muss ich in die Tasche greifen. Genau. Ja, ansonsten wird das nichts mit dem Hemd oder mit den paar Schuhen. Ja? Genau, exakt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass das schon bevor der Lead, der Interessent überhaupt zustande gekommen ist, dass das in diesem ganzen Prozess, in der Customer Journey eben schon rüberkommt, dass der Kunde weiß, der versteht wirklich das, was er tut, und der wird auch hier nicht groß um den Preis verhandeln, aber der Mehrwert, den er für die 6% liefert, der wird dem Ganzen auch wirklich gerecht, ja, von A bis Z. Genau. In dem Moment, wo der Kunde das merkt, ja, weil wo will ich denn hingehen, ja? Wenn ich sehe auf der Webseite, ey, der hat Objekte ohne Ende, der hat Kunden ohne Ende, der hat Testimonials ohne Ende, ja, und der liefert ab, ja, dann habe ich doch als Kunde, ja, ich lasse doch ganz anders mit mir sprechen. Und der Makler redet auch ganz anders in dem Ablauf. Und da sind wir aber automatisch jetzt wieder bei Qualität. Ja, wir sind bei Qualität, und zwar bei der entscheidenden Frage, kann wirklich sehr gute 1A-Qualität für billig gemacht werden, also für günstig? Und warum muss der Makler auch einen bestimmten Wert verkaufen bei seinem Kunden, um eben am Ende des Tages eine Top-Leistung bringen zu können? Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil wenn wir überlegen, dass ein Standard-Exposé aus so einer CRM-Software rauskommt, ja, okay, gut, da drücke ich auf den Knopf, gebe die Texte ein, ist auch eine Variante. Durchschnitt. Aber unsere Kunden machen das handmade. Ein Exposé muss handgemacht sein. Das muss Manufakturarbeit sein. Das darf eben oder muss genauso sein wie eben das handgenähte Leder bei einem Rolls-Royce oder bei einem Bentley oder whatever, hochwertige Marken. Und um dem Kunden auch ganz klar zu zeigen, hier, pass mal auf, hier kriegst du Durchschnitt und da kriegst du eben High-End-Leistung. Jetzt könnte natürlich einer sagen, ja, aber Moment, jetzt verkaufen wir doch die Immobilie, das ist doch in dem Marktumfeld gar kein Problem. Ja, erstens, wir sind ja jetzt Russland, Ukraine. Ja, die Nachfrage wird etwas geringer, habe ich in vielen aus vielen Quellen schon wieder mitbekommen. Ja, die Zinspolitik verändert sich halt. Genau, und irgendwann kommt natürlich auch mal vielleicht wieder ein anderer Markt. Aber am Ende des Tages darf das doch gar nicht die Orientierung sein, sondern der Punkt muss sein, für den Kunden, für den Verkäufer, den maximal möglichen Kaufpreis zu erzielen, die beste Leistung abzuliefern, die irgendwie möglich ist. Ja, und das kann doch nicht sein, dass das mit unserem Standardkram abgewickelt wird, weil auch das wieder vergleichbar ist. Also ich würde auch ganz ehrlich so weit gehen, dass ich sage, ich sehe das gar nicht als Herausforderung für die Makler großartig, weil sie müssen es halt nur richtig argumentieren und darstellen können. Also man darf ja nicht jedes Thema, was irgendwie aufkommt, als immer als Problem sehen. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht als Problem, weil es beim Eigentümer auch sehr, sehr leicht wegzuargumentieren ist. Weil Geld
unterm Strich ist klar wichtig, ja, im Abschließen von Aufträgen. Aber es gibt noch dahintergestellte Bedürfnisse, die einer Person, die einem Eigentümer vielleicht noch wichtiger sind. Und wenn ich die vorher rauskristallisieren konnte oder eben dann ein paar Argumente dazu liefere, ja, beispielsweise wenn mir jetzt jemand sagt, ja, der andere Makler hat mir aber 4% anstatt 6 angeboten. Ja, da müssen Sie mal gut darüber nachdenken, ob Sie dem den Auftrag geben, wenn der schon bei Ihnen mit dem Preis runtergeht. Was macht er denn dann mit dem Interessenten bei Ihrer Immobilie? Ja, geht er dann auch mit dem Preis runter, nur damit er jetzt die Immobilie verkauft bekommt? Also das sind ja Neigungen, die Menschen dadurch zeigen. Ne? Und absolut, diese Neigungen kann man auch ganz einfach dann gegen die verwenden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil genau diese Neigung, ein Dumpingmakler zu sein, und das ist so einfach, wie du es gerade gesagt hast, das umzudrehen, ja, und sagen, hier, ne, so, du hast gerade erwähnt, das Beispiel mit dem Kaufpreis, weil, hey, lieber Kunde, 10.000 runter sind 10.000 weniger für Sie. Oder 5.000 runter sind 5.000. Ich verdiene mich durch meinen Expertenstatus, durch meine professionelle Arbeitsweise, durch mein perfektes System, dadurch, dass ich für Sie den bestmöglichen Preis erziele. Und nicht nach unten, sondern bei mir fährt der Fahrstuhl nach oben, ja, im Preis, ja, auch für den Verkäufer. Und damit werde ich immer meinen Verdienst und meine Provision am Ende des Tages rechtfertigen. Ja, mehr als das sogar, ja, oder? Definitiv. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr gutes Abschlusswort zu dem Thema Provision, weil man muss es auch nicht größer machen, als es ist, meiner Meinung nach. Mhm. Mein Rat an alle da draußen ist, lernt zu kommunizieren. Lernt wirklich zuzuhören. Ja, was sind die wirklich die wahren Themen, die den Kunden davon abhalten, dir jetzt den Auftrag zu geben? Weil oftmals ist es nur ein Vorwand. Lernt den Vorwand vom Einwand zu trennen. Findet wirklich raus, was ist sein wahres Bedürfnis? Was ist sein Problem? Will er Anerkennung? Will er Sicherheit? Was will er überhaupt? Ja, und dann darauf zu argumentieren. Und dann steht dem Auftrag nichts im Wege. Genau. Und wir sind, wenn wir es mal das noch ergänzen, im Sinne von auch hier wieder, bringt perfekte Leistung, ja, und ich meine wirklich hier, also perfekt ist vielleicht das falsche Wort, sondern eben Genauigkeit, Präzision, Schönheit, Ästhetik. Ja, ja, also dass auch jemand, der vielleicht nicht so eine schöne Immobilie hat, trotzdem eine Leistung bekommt, wie eben vielleicht wie von einer High-End-Immobilie, aber der eine High-End-Immobilie hat, auch wirklich High-End-Leistung bekommt. Ja, und nicht der Makler nur die Aufträge dadurch bekommt, weil er dem Verkäufer irgendwelche Mondpreise verspricht, ja, und dann auf Raten innerhalb von einem halben oder einem Jahr Stück für Stück im Preis runtergeht, sondern zeigt mal Haltung, ja, ja, zeigt mal Rückgrat, setzt wieder auf die Marketingkarte, weil ihr müsst schon vorne im Marketing eure Leistung, eure Art und Weise richtig verkaufen, richtig positionieren, ja, und dann stay strong im Gespräch, ja, und ihr müsst eure Provision gar nicht verteidigen, ja, weil am Ende des Tages müsst ihr nur einfach das richtige Statement setzen und dann funktioniert das. So sieht's aus. Und wenn auch ihr genau das wollt, also ihr richtig Bock habt auf volle Provision, wenn ihr darauf Bock habt, das zu bekommen, was ihr wirklich verdient, ja, dass ihr angemessen bezahlt werdet, und ich kann nur mal hier an der Stelle nochmal erwähnen, du bist verpflichtet, als Maklerin, als Makler, als Unternehmer viel Geld zu verdienen, weil wenn du viel Geld verdienst, dann kannst du auch richtig geilen Scheiß machen. Dann kannst du Geld in Marketing investieren, du kannst dir ein cooles Büro leisten, du kannst den Kunden da draußen zeigen, dass du eben nicht einer bist, der auf der Wurstsuppe dahergeschwommen kommt, sondern der wirklich weiß, was er tut. Ja, und wenn du das wissen willst, wie das geht, dann hier unter dem Video klicken, sicher dir deine kostenfreie Coaching-Session bei uns, in dem Fall bei Leon, der dir genau erzählen wird, wie das Ganze funktioniert, was du hier im Video gehört hast oder in unseren anderen Podcast-Folgen. Abonnier auf jeden Fall unseren Podcast, unseren YouTube-Channel, und wir lernen uns schon bald persönlich kennen. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, mach's gut, bis dann. Mich begeistert tatsächlich die Motivation in der Zusammenarbeit mit Heinz und dem gesamten Team. Man merkt, da macht das jemand gerne, und vor allem die Jungs und Mädels haben Ahnung davon, was sie tun. Ja, vor allem der Heinz, der ist jetzt nicht so ein 0815, ich mache mich mal schnell selbstständig und erzähle den Leuten, wie die Welt funktioniert, sondern es ist echt, es hat Tiefgrund. Ja. Das, was er erzählt, er weiß, wovon er spricht letztendlich.